Hallo, wir sind heute zu Gast bei den Bautzner Philatelisten, bei Herrn Karl-Heinz Speer und Herrn Rainer Hettasch. Und wir fragen Sie, was haben Sie denn Wertvolles aus dem Tresor geholt, Herr Hettasch? Ja, neben der Ausstellung, die mit 38 Ausstellern bestückt ist für den Wettbewerb, wollen wir natürlich auch etwas Besonderes zeigen. Und das haben wir hier in dem Tresor deponiert und das wollen wir gerne mit vorstellen. Herr Kutschka, welche Ausstellung? Können Sie uns dazu mehr was sagen? Herr Hettasch meint die Opria 2022, die Oberlausitzer Briefmarkenausstellung mit internationaler Beteiligung. Und Herr Hettasch, erzählen Sie was über die besonderen Exemplare. Ja. Dürfen wir da mal reinschauen? Ja, da dürfen Sie gerne reinschauen. Wir haben also hier eine kleine Schatzkiste. Wir haben eine Rubrik mit besonderen Markenausgaben der Philatelie. Das sind also die Sachen, die nur nicht alltäglich sind, sondern die also doch ein bisschen wertvoll sind. Wir nehmen das mal hier weg. Was sind denn die Highlights? Die Highlights sind vom Deutschen Reich oder vom Deutschen Bund die allerersten Nummern von den Staaten, also Baden, Bayern, Bergedorf und so weiter, das geht dann runter bis Mecklenburg-Strelitz, Württemberg. Das sind die einzelnen Marken, die also im Prinzip von 1849 bis 1870 gültig waren. Sind das die ersten Briefmarken, die in Deutschland im Umlauf waren? Das ist richtig, das waren die ersten Briefmarken, die für den damaligen Deutschen Bund gültig waren. Die Postverbindungen zwischen den Staaten wurden ja mit Verträgen geregelt. Also das heißt, die Gebühren wurden vereinbart, die Transportwege wurden vereinbart und dann nahm man also die Kommunikation mit Hilfe des Briefes oder der Karte teil und klebte dann also praktisch frankierte die Marke. Herr Hettasch, dann habe ich gehört, dass Sie Experte sind für französische Briefmarken, ganz besonderer Art. Ja, gut, naja, das ist noch ein Hobby von mir, die französischen Marken. Ich habe mich ja die ganze Zeit mit Bayern beschäftigt. Ich habe die zwei Sammlungen von Bayern, die sind auch hier zu sehen in der Obria. Aber nebenbei habe ich mich also mit Französischen, mit Frankreich beschäftigt, und zwar Frankreich von 1849 bis 1900, also eine sehr kurze Zeit. Und da ist doch ein erhebliches Material entstanden. Können Sie uns da genaueres sagen? Sie hatten angedeutet, da gibt es was ganz Spezielles. Ja, es gibt was ganz Spezielles. 1870 wurde ja Paris belagert von den Deutschen. Und da gab es keine Kommunikationsverbindung zwischen Paris und dem Umland. Man hat alles, was da an Kommunikation existierte, sprich Eisenbahn, sprich Telekommunikation, also was heißt Telefon, gab es ja schon, das wurde also alles liquidiert und gecancelt. Und um den Verkehr, den Postverkehr wenigstens halbwegs aufrechtzuerhalten, da hat man dann Ballons benutzt, die mit Postsendungen bestückt wurden. Die sind dann also praktisch in das Umland geflogen und haben dort ihre Post abgesetzt. Diese Ballons, die hatten ein Volumen so von etwa 2000 Kubikmetern. Das sind etwa 8 Meter im Durchmesser, so in etwa. Und da sind die ganzen Postsendungen und Passagiere und auch Brieftauben damit befördert worden. Heißluftballons? Nein, keine Heißluftballons. Keine Heißluftballons? Sondern Helium in der Regel. Und Wasserstoff ist gut, da aber drin. Im Prinzip sah es aus wie ein Ballon, jawohl, aber nicht mit Luft gefüllt. Nein, das können wir Ihnen zeigen. Das haben wir also da, wie sowas aussah. Das hier drin, müsste ich mal nachschauen. Es dauert jetzt eine kleine Weile. Moment, ich muss ja gucken. Und dann habe ich gehört, es gab auch noch einen Wasserweg, um Briefe nach Paris hineinzubringen. Das war der umgekehrte Weg. Ach, das war der Weg nach draußen. Der Weg nach draußen war mit Ballons und der Weg rein nicht mit Ballons. Da hat man sich überlegt, was nehmen wir denn da? Und da ist man auf sogenannte Zinkkugeln gekommen. Und da hat man also Zinkkugeln benutzt, um dort
Briefe zu deponieren und die wurden so in einer Entfernung von etwa 100 Kilometern in die Seen gelassen und die sind dann nach Paris geschwommen. Und da sind insgesamt 55 solche Kugeln gemacht worden oder gebaut worden. A 600 Briefe gehen so in etwa rein. Es ist aber nicht eine einzige Kugel in Paris angekommen. Sehr interessant, Herr Hettach. Okay. Vielen Dank. Diese Exponate, diese Briefmarken, jede Menge Vorträge, das wird alles zur Briefmarkenausstellung zu sehen und zu hören sein. Herr Kutschke, vielleicht noch ein Wort zum Abschluss. Ein Highlight auch noch am Samstag dann für die Stadt Bautzen. Wir haben ja, begehen ja verschiedene Jubiläen, zum Beispiel Orgelbau Eule, 150 Jahre, genauso wie 150 Jahre Sternwarte. Am Samstag gibt es die Möglichkeit, von der Briefmarkenausstellung zum Orgelbau Eule zu fahren, genauso zur Sternwarte. Dort Führung durch die Familie Eule bzw. durch den Sternwarteverein zu genießen. Und man wird natürlich wieder zurückgebracht zur Ausstellung, um dann die besonderen Werke hier, sage ich mal, sich anzuschauen und zu genießen letztendlich. Was ich noch bemerken möchte als Highlight, ist auch die allererste Briefmarke der Welt zu sehen. Es ist die Großbritannien Nummer 1, die sogenannte Black Penny, die von 1840 ist, die ausgegeben wurde. Wenn das nicht neugierig macht, wenn das nicht spannend ist, dann ja, wir freuen uns über Ihren Besuch.